Schlecht geträumt. Wenn das Bett nun oben besetzt gewesen wäre, den Mann hätten Sie ja durchsiebt. Tut mir leid, Mr. Bixby. Davon wird keiner lebendig, Mr. Otis. Entweder Sie verstauen Ihre verdammten Eisen so gut, dass Sie nicht rankommen im Schlafen, oder ich werde den Zug anhalten und lasse Sie zu Fuß weitertrippeln nach Wyoming. Es war im September 1874. Ja, 74. Da kam der wilde Bill Hickok in den alten wilden Westen zurück. Damals wusste ich noch nicht, wer er war, denn er hatte sich einen anderen Namen zugelegt. Und irgendetwas stimmte bei ihm nicht im Kopf.
Ein furchtbarer Traum fraß ihm die Seele auf. Ein Albtraum. Hinter dem war er her. Den wollte er zur Strecke bringen, weil der ihn sonst in den Wahnsinn getrieben hätte. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin dabei gewesen. Guten Morgen, Mr. Otis. Guten Morgen. Tut mir leid, dass mir das heute Nacht passiert ist. Naja, jedenfalls ist mir jetzt wenigstens klar, wieso und warum. Wäre schön, wenn ich das auch sagen könnte. Sie brauchen mir doch nicht vorzumachen. Sie haben vor einiger Zeit irgendeinen schweren Schock gehabt, der Ihnen noch immer in den Knochen sitzt. Stimmt das? Das ist wie eine Narbe, die nicht heilt. Bei den Augen fängt es an. Zuerst vertragen Sie das Tageslicht nicht mehr und dann nicht mal mehr den Mondschein. Dann frisst es sich wie eine Klapperschlange ins Gehirn und dann kommen diese Albträume. Und es wird schlimmer und schlimmer. Dieser weiße Büffel greift mich immer wieder an. Jede Nacht, das Viech lässt mir keine Ruhe. Ach was, wenn Sie weiter nichts träumen, das ist ja nun wirklich ganz harmlos. Der letzte weiße Büffel ist doch abgeschossen worden. Vor 2 Monaten schon von Prairie Boy Dave Morrow. In einer ganz anderen Ecke unten am St. Marin. Wo wollen Sie denn hin? Aber Mr. Otis, ein Mann wie Sie, so ein Nervenbündel, der wird doch nicht in den Black Hills nach Gold buddeln wollen. Wie heißt es da? Ein Land mit Zukunft. Ach, Papier ist geduldig. Wissen Sie, wie die Zukunft aussieht? Ein Grab auf dem Sioux-Friedhof. Thank you.
ist unsere Tochter? Sie ist zu den Sternen gegangen. Sohn, es ist eine Schande, wenn ein Häuptling der Ogallalas Tränen vergießt wie ein junges Weib. Deshalb vergesse ich von nun an deinen wahren Namen und nenne dich Wurm. Wo habt ihr sie bestattet? Auf dem Felsen der Adler, oberhalb vom See. Dort, wo sie sicher ist vor den Weißen und vor den Wölfen. Es wird Zeit, dass du den Büffel tötest. Deine Tochter wird auf ewig gemartert in der anderen Welt, wenn du sie nicht in dein weißes Fell hüllst und ihren Geist vom Schmerz befreist. Manitou, ich rufe dich mit lauter Stimme. Aus weinendem Herzen kommt meine Bitte. Hilf mir, dass ich den weißen Büffel finde. Hör meine Stimme aus dem Rauch. Ich danke dir, großer Manitou. Schehen! 10 Minuten Aufenthalt, Deutschen. In 10 Minuten geht's weiter. Was ist denn das? Sieht ja schlimm aus. Büffelknochen, das ist alles, was noch übrig ist von 6 Millionen. Denn so viel sind's mal hier in der Gegend gewesen. Mein Gott. Mein Gott, Bill! James Otis ist der Name, Pete. Ich habe gehört, du warst in Gotham. Bist da mit Bill Cody aufgetreten und hast einen Haufen Kies gemacht. Halb so wild. Hab bloß mal einen Bären losgelassen. Hey, du Greenhorn da! Hier in der Stadt ist aber auch nicht ein Stuhl mehr frei. Geh mal wieder an Bord. Ist doch ein zu blödes Schwein. Oder hast du Selbstmordabsichten? Glaubst du etwa, die Sioux haben das schon vergessen, wie du den Pfeifer damals abgeknallt hast? Ich brauche eine Menge müde Dollars. Und du meinst, ein neuer Name und eine dunkle Brille reichen aus, was? Hier bist du erledigt, hier kriegst du keinen Fuß auf den Boden. Du hast hier nicht einen Freund. Ich also auch nicht mehr? Na, Junge, das ist ja nun starker Tobak. Muss es denn bei dir Cheyenne sein, wo du neu anfangen willst? Seit ein paar Wochen ist Tom Custer mit einer Horde von Strolchen hier wieder in der Stadt. Er tönt gewaltig, dass er dir das Licht auspustet, wenn er dich nochmal sieht. Dann muss er aber sehr früh aufstehen. Tja, das war's dann wohl für uns beide, was, Pete? Ich kann nicht behaupten, dass mir deshalb die Tränen kommen. Wiedersehen, Mr. James Otis! Aber es eilt nicht. Der Mensch muss Nerven haben. Weiß jemand, wo Captain Custer ist? Jetzt nebenan. Danke. Captain Custer, Sir. Entstehen Sie doch bequem, Corporal, und machen Sie nicht so einen Wind.
Hey, Paddy, lange kann ich mich nicht mehr festhalten an der Flasche. Also, was ist? Captain Sir, Sergeant Scott berichtet, dass er eben Bill Hickok gesehen hat. Ist mit dem Zug gekommen. Na, der hat ja Nerven, der Bursche. Unter falschem Namen, er nennt sich jetzt James Otis, tarnt sich mit einer dunklen Brille. Aber wieso, was will denn der hier? Also der Sergeant meint, dass er hier auf Gold aus ist oder hinter dem weißen Büffel hier, der hier neulich wieder mal aufgetaucht ist. Ist mir scheißegal, wo hinter der her ist. Aber er und Paddy sind alte Freunde. Natürlich werden sich die beiden wiedersehen. In Kürze wird er hier aufkreuzen. Und wen findet er? Mich. Das wird eine Überraschung für ihn und dann habe ich ihn endlich im Visier, diesen Schweinekerl. Corporal, machen Sie, dass Sie wieder rüberkommen. Und sagen Sie dem Sergeant, er soll Hickok nicht von der Fahne gehen. Ich will über jeden Schritt, den er macht, Bescheid wissen. Abmarsch! Sir. Was haben Sie denn gehabt mit dem? Das war damals 69 in Hay City. Da hat er mir den Gaul unterm Arsch weggeschossen. Abgeknallt von hinten, das feige Schwein. Ist doch Mist, was du da verzapfst. Bill hat in seinem ganzen Leben noch keinen von hinten abgeknallt. Willst du damit sagen, ich bin ein Lügner? Du bist total blau, sagen wir es so. Ich bin heute Abend dabei gewesen. Mir erzählst du nichts. Und du machst aus Schwarz nicht weiß. In Wirklichkeit war es doch so, dass deine beiden Kumpane Bill Hickok von hinten erledigen wollten. Und deinen Gaul hat er erschossen, damit er nicht einen von uns zertrampelt. Da war was gefällig. Die halbe Kneipe ist ja zu Bruch gegangen. Willst du dir Anfall machen, Paddy? Mir flattern deinetwegen nicht die Hosen, Tom. Captain Custer, Hickok ist im Anmarsch. Steht schon vor der Tür. Verdammt. Du hältst dein Maul, sonst bist du nämlich auch dran. Dann gib dir genau wie ihm. Myers, Kailin, ihr schnappt ihn euch in dem Moment, wo er reinkommt. Und Myers, gebt ihm erst mal eins aufs Maul, bevor ich ihn mir vornehme. Dem polieren wir die Schnauze. So, Leute, jetzt kommt Leben in die Bude. Ehren Salut für unseren Gast. Das war mein Ehrensalut. Mann, du schießt aber immer noch was weg. Ja, so ist das bei mir. Tom Custer wollte dich fertig machen. Du wärst nicht zum Zug gekommen. Du hast Kopf und Kragen riskiert. Bin ich dir schuldig gewesen. So viel nur auch wieder nicht. Auch mal, arbeitet Poker Jenny noch bei dir? Das ist jetzt die Witwe Schaumauer. Sie ist voriges Jahr weiter rauf nach Norden, nach Fetterman. Schmeißt da ihren eigenen Laden. Na, das passt ja. Ich wollte auch in die Richtung. Bill, nach dem, was man hier in den letzten Wochen so hört, müssen die Sioux wieder ganz schön verrückt spielen. Nur damit du Bescheid weißt. Wir dran denken. Na los doch! Legt euch mal ins Geschirr, ihr müden Klepper, faule Bande! Ja, ihr lahmen Kröten! Ja, ja, Mr. Otis, dieser verfluchte Custer. Aber diesmal hat er sich daneben gesetzt, mit beiden Backen gleichzeitig. Haben Sie was gegen Gold? Na, was glauben Sie wohl, warum ich mich in dieser Knochenmühle durchdrehen lasse und in dieses elende Kaffetterman fahre, wenn ich nicht geil wäre auf Gold? Vorsicht, Vorsicht, Mr. Coxie. Wissen Sie, als dieses Jüngerchen von einem Captain seinen Stiefel in die Black Hills gepflanzt hat, da hat er diese verdammten Federköpfe doch geradezu herausgefordert auf den Kriegspfad. Und bis diese skalpgierigen Hunde endlich wieder Ruhe geben, haben einige tausend friedliebende Bürger ihren Arsch zugekniffen. Sie benehmen sich unmöglich. In Gegenwart einer Dame. Sehen Sie eine Dame? Wenn Sie Ihre Ausdrucksweise nicht mäßigen, kriegen Sie von mir ein paar hinter die Löffel. Ganz herzlich, ja. Mr. Otis, danke. Man darf nie aus der Rolle fallen, Mr. Coxey. Grässlich, dieses beschissene Mistwetter. Hey, die reicht knapp für mich. Sehr knapp sogar. Lauf schon, Holly, du sturer Bock. Ich bin ja auch nass bis auf die Knochen. Na ja, doch. Ja.
Mr. Otis. Damit wäre die Reise für Sie wohl zu Ende. Also, ich weiß nicht, Coxie. Mich hier aussteigen lassen auf freier Strecke bei dem Wetter, das würden Sie doch nicht fertig kriegen. Nein! Otis, aber doch nicht hier! Otis, aber machen Sie doch nicht sowas! Hier bin ich doch verloren! Warten Sie! Halten Sie an! Ich habe das ja gar nicht ernst gemeint! Sie können doch einen weißen Mann nicht aussetzen in dieser Hölle! Das dürften Sie nicht! Ich habe ihn gewarnt. Aber wenn er getrunken hat, ist nicht mit ihm zu reden. Schlaf mir nicht ein davon! Wir sind noch lange nicht da! Ja. Hey, Mister! Sie können auch was tun. Fassen Sie mal mit an und helfen Sie mir bei den Pferden. Ich glaube, das da drüben ist wichtiger. Ach, du großer Gott. Die kenne ich. Das ist Jim Henley. Der andere ist Poker Dick Baker. Die hatten beide eine Mine hier, ganz in der Nähe. Na kommen Sie, helfen Sie mir! Die können wir hier auch nicht liegen lassen, sonst sind sie morgen früh steif. Fassen Sie mit an! Und die Pferde müssen auch mit. Jawohl. So, komm, schön ruhig. Ja. Heute ist was los. Haben Sie ihn erwischt? Naja, auf alle Fälle haben Sie ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht. Sie sind ja ganz schön flink, wie ein geölter Blitz. Und ich habe gedacht, Sie sind noch lahm als meine Zossen. Unsere Dame befindet sich bereits im Jenseits. Tatsächlich, verdammt nochmal. Dann wollen wir machen, dass wir weiterkommen. Unsichere Ecke hier. Ist wohl besser, wenn Sie sich zu mir auf den Bock setzen. Das ist doch absolut unsinnig. Kein vernünftiger Indianer wird bei dem Wetter auf den Kriegspfad gehen. So blöd ist doch keiner, nicht mal ein Sioux. Na schön, wenn Sie das so genau wissen, dann wird's ja wohl stimmen. Hier, vorwärts! Tja, da wären wir also, Mister. Das ist Fetterman, die stolze Stadt am Bossman. Etwa so schön wie eine Sau mit neun Sitzen. Hiya, hi! Hey, halt! Hey, Evers, was hast du denn da für eine Fuhre zum Teufel nochmal? Zwei Büffeljäger. Und wer hat sie tot gemacht? Haben sie gegenseitig besorgt. Vorher haben sie in zwei Flaschen Old Crow Luft reingelassen. Der mit den grauen Socken hat angefangen. Hat gesagt, er ist von einem weißen Büffel angegriffen worden. Hinten in den Black Hills. Drüben auf der anderen Seite.
Und der andere, der mit den Mokassins hier, hat darauf gesagt, er hält ihn für ein verlogenes, dreckiges Arschloch. Der letzte weiße Büffel ist bereits zur Strecke gebracht, vor 2 Monaten am Cimarron. Amen. Wenn du deine beiden Kunden da eingebuddelt hast, dann habe ich noch 2 andere für dich, liegen drin in der Kutsche. Ich glaube, die haben genug bei sich, dass es für einen Sarg erster Klasse reicht. Na, du lässt mich nicht verhungern, Abel. Pack sie mal schön in den Schnee, bis ich wieder zurück bin. Ich hab sie gern frisch. Ob das vielleicht doch stimmt, dass er einen weißen Büffel gesehen hat? Ach was, der wird den Rauch gesehen haben, mit dem die Sirks die Goldsucher aus ihrer Gegend vertreiben wollen. So, dann werde ich mich jetzt erstmal an der standesgemäßen Bleibe umsehen. Ach, da brauchen Sie nicht lange zu suchen. Hier gibt's bloß eine, bei Mrs. Shamahorn. Ja. Ach, du Allmächtiger, die Viecher. Hätte ich beinahe vergessen. Wissen Sie, dieser glasäugige alte Zausel zahlt $10 dafür, dass ich alle streunenden Katzen einsammle, die ich in Cheyenne finde. Der alte Zausel mit dem Glasauge, heißt der zufällig Charlie Zane? Ja, so heißt das Rübenschwein. Sie kennen ihn also. Und ob? Wärmen Sie sich Ihren Hintern am Ofen. Wollen Sie einen Kaffee? So stark, dass ein Colt drauf schwimmen kann? Dafür wäre ich Ihnen ewig dankbar, Madam. Den Schmus können Sie beiseite lassen. Ich bin Mrs. Shamahorn. Das kann jedem passieren. Kennen wir uns? James Otis ist der Name. Einen Otis kenne ich nicht. Aber Sie erinnern mich an jemanden. Drehen Sie sich doch mal um. Immer noch die alte Poker-Jenny? Oh, Bill, du abgefeimter Kerl, du gemeiner Schurke, hast mich reingelegt. So einen Witwentröster wie dich brauche ich gerade. Ich hab dich doch immer auf Schenkeldruck hochgekriegt. Ich muss doch bitten, Madam. Wie lange ist das her, dass wir uns in Hay City amüsiert haben? Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Das ist auch eine Ewigkeit her. Sag mal, was willst du denn eigentlich hier? Custers Gold. Ach so, naja, davon gibt es ja jede Menge hier in den Black Hills. Aber du bist doch bestimmt halb verhungert, Katzenauge. Ich bring dir gleich was. Du wirst ja wohl gehört haben, dass Lucas Shamahorn und ich... Hab ich, aber da bist du auch schon wieder lustige Witwe gewesen. Werd nicht gemein. Lukas war ein Glückspilz. Danke, Katzenauge. Was soll das mit dem Katzenauge? Du hast eben noch nie deine wilden Augen gesehen, zum Beispiel, wenn du liebst oder wenn du deine Pistolen einsteckst. Ich bin ein friedfertiger Mensch. Ich habe noch nie Streit gesucht. Friedfertig? Natürlich. Und du bist auch der höflichste Schütze, der je einem anderen das Gehirn rausgeblasen hat. Ich bin zu kaputt, um jetzt darüber zu sprechen. Dann bringe ich dich jetzt rauf zu mir ins Bett. Das wird heute nichts, Jenny. Da muss ich passen. Oh, das möchte ich sehen. Das wirst du. Lieg du ganz still. Jenny macht das schon. Nein, Jenny. Ich habe Pech gehabt. Ich habe mit meiner Schwester was eingefangen, aber nicht zu knapp. Also muss ich es vorläufig durch die Rippen schwitzen. Ach, von mir könntest du dir das auch geholt haben. Ich riskiere es einfach. Aber ich nicht. Na gut, Katzenauge, dann halt erst mal ein schönes Schläfchen. Aber du bist doch ein Spieler. Ich gehe jede Wette mit dir ein. Wenn du wieder wach bist, dann kriege ich dich schon rum. Wir werden sehen. Falls du doch was brauchst, ich lasse die Tür offen. Thank you.
war ja entsetzlich. Es war, als wenn du den Leibhaftigen selbst vor dir gesehen hättest. Schon gut, schon gut. Aber um eine Eid, dass du mich ersäuft. Wie kommt das Ding hierher? Als Billy Cody Büffel geschossen hat zur Verpflegung der Eisenbahn, da haben sie den Geldgebern so zum Andenken Büffelköpfe geschenkt. Ja, und da warst du auch einen abgekriegt, eine Nutte wie du, in Weißen sogar, der ist doch glatt 2000 wert. Er ist doch gar nicht echt. Ich habe ihn weiß angemalt und habe ihm rosa Augen eingesetzt. Mein Gott. Tut mir leid, Jenny. Ich lasse ihn dir wieder in Ordnung bringen. Ich will das blöde Ding gar nicht mehr haben. Du Höllenbestie. Wenn die Zeit gekommen ist, das wird nicht mehr lange dauern, dann hast du deinen Meister gefunden. Du, Bill? Ist das deine Krankheit? Sitzt dich schon im Kopf? Das ist dieser verdammte Albtraum. Der hat sich an mir festgesaugt wie ein Blutegel. Wenn ich den Büffel nicht umlege, dann bringt mich dieser Traum um. Er ist mein Verhängnis, er bringt mich noch ins Grab. Du wirst davon loskommen, du musst. Auslöschen muss ich ihn. Aber wenn es mein Traum ist? Ich sehe keinen anderen Weg. Mach dir keine Gedanken um mich, morgen früh bin ich weg. Rosendock ist eine schlimme Gegend. Es wird kein Spaziergang für dich. Du bist allein da oben. Ich bin immer allein. Bill? Jetzt habe ich meine Wette doch verloren. Nein, nicht du. Ich. Einer nach dem anderen. Es kommt jeder ran an die Dame. $10 die Minute, ein Goldader für 60 Sekunden. Aber das sage ich euch, der Gaul wird nur so lange geritten, wie ihr auch bezahlen könnt. Sonst gibt es bei Sonnenaufgang ein Begräbnis in aller Stille. So, und jetzt anstellen und das Geld bereithalten. Aber passend. Herrschaften, nun seien Sie doch mal Gentlemen und machen hier Platz für die Dame. Musst du nicht so tragisch nehmen, Charlie. Kommst eben wieder, wenn du dein Rohr geladen hast. Dann kriegst du es bei mir umsonst. Du wirst dich wundern, mach ich auch, aber dann stehst du 3 Tage nicht wieder senkrecht. Ihr habt einen Dusel, Jungs. Sowas wird nicht alle Tage geboten. Mein bestes Pferd im Stall. Auf das er nie alle wird. Es will wohl nicht mehr so recht. Der Name ist James Otis. Ich bin hier auf der Suche nach einem alten Zausel. Hat ein Glasäuglein und heißt Charlie Zane. Ein Prachtjunge. Tja, und dieser Charlie Boy hat eine weiße Mähne. Über Nacht weiß geworden, weil er schiss vor Rot heute. Er braucht bloß ihren Kriegsruf zu hören und schon hat er die Hosen bis oben hin voll. Du alter Pfeifendeckel, du. Hat Custer wirklich Gold da oben gefunden und nicht bloß eine Wiese mit Löwenzahn? Hat schon seine Richtigkeit. Und so ein ausgewichster Goldsucher wie du ist nicht dabei, sondern sitzt hier? Zum Graben brauchst du Werkzeuge. Ich muss erst mal Kapital auftreiben. Die Katzen? Ja. Nein, gezahlt wird vorher. Wo gibt's denn sowas? Sind Sie zufrieden, sagen Sie es anderen. Sind Sie nicht zufrieden, sagen Sie es sich selbst. Willst du etwa an diesem lausigen Nest den Sheriff spielen? Das war mal, den Stern trage ich nie wieder. Dann weiß ich Bescheid. Dann bist du also hinter dem weißen Büffel hier. Ich hab gedacht, in deinem Alter ist man über solche Märchen raus. Wenn ich dir nun aber einen Augenzeugen dafür bringe? Kommt drauf an, welches Auge? Ich weiß, was ich weiß, du grünes Jungchen. Ich bin unter General Custer bei Friends Creek dabei gewesen. Da hat sich dieses Mordsvieh von einem Büffel mit der ganzen 7. Kavallerie angelegt und hat sie auch in die Flucht geschlagen. Der Traum ist kein Traum. Wer ist was nicht? Oldtimer.
Jetzt mal unter uns. Hast du wirklich hier irgendwo einen weißen Büffel gesehen? Gesehen? Das Biest hat mich beinahe mit der Steinlawine zugedeckt. Barkeeper, zwei doppelstöckige Gin. Aber Freundchen, nicht etwa von der Schweinepisse, mit der du diese Lumpenkerle hier berieselst. Ich verkaufe das Zeug bloß, ich mach's nicht selber. $5 das Fläschchen. Sie denken wohl, Sie haben's hier nur mit Vollidioten zu tun, Mr. Brady ist mein Name. Da hat's doch schon mal vor Jahren so ein Pirtnuckel gegeben hier in der Gegend. Der hieß auch Brady. Der hat dem Häuptling Movi und seinen Comanchen 6 Fässer angedreht. Und als diese gottverdammten Rothäute dann voll waren wie 1000 Mann, da haben sie Krieg gespielt. Und meine halbe Einheit dabei kalt gemacht. Na, das war nicht nett, Mr. Kailin. Der Kaltblütige, der Jack Kailin? Also wissen Sie, Mr. Kailin, den Namen Brady finden Sie überall. Den gibt's so viel wie Hühnerscheiße. Ich bin nicht Ihr Brady. Ich bin nur ein ruhiger, harmloser Bürger aus dem Süden, der hier ein bisschen was zusammenkratzen möchte. Und damit ihr meinen guten Willen seht, die 2 spendiere ich euch. Er meint sei einer gut mit uns. Ein bisschen zu gut. Jetzt mach mal Platz da. Ihr habt euch lange genug die Ärsche breit gedrückt. Was will der Drecksack von uns? Hast du doch gehört, du Strolch. Aaron! Hier, behalt die Radau-Brüder da im Auge. Kannst du haben. Mr. Otis, ich biete Ihnen 500 in Gold, wenn Sie mir den Rücken steifen bei allem, was heute Nacht hier läuft. Wer sind die? Wo? Hinter deinem Glasauge. Der Lange ist Jack Kailin, der Kaltblütige. Der ist ja wohl das gemeinste Schwein, was rumläuft. Ich habe erlebt, wie er einen Indianer in Stücke gerissen hat, weil der einem Weißen eine Winchester verkauft hat. Und der daneben ist Kid Shelley, auch ein ganz übler Bursche. Schlimmer geht's wirklich nicht mehr. Vielen Dank, Mr. Buddy. Ist nicht mein Bier. Könnte es aber im Handumdrehen werden, wenn Kailin erfährt, wer Sie wirklich sind. Wieso? Was soll das? Was sind das für dumme Anspielungen? Ich meine, was vor 2 Tagen in Cheyenne City gewesen ist. Er versteht mich schon. Sie reden sich noch um Kopf und Kragen. Tom Custer und ein paar von seinen Strolchen wollten mich in Paddys Kneipe fertig machen. Kailins Junge war auch dabei. Es rührt sich halt. Brady hat gerade noch mal eine Runde geschmissen und schickt seinen Burschen damit rüber an den Tisch. Der wird er so nebenbei ein Wörtchen fallen lassen. Wie Büffelscheiße. Eben hat es plumps gemacht. Mistigen Stiefeln aus dem Weg, Alter, oder willst du drin begraben werden? Aber, Sunny Boy, hat dir denn deine Mami nicht beigebracht, dass man einen Furz nicht aus dem Maul rauslässt? .36 ist mein Kaliber. So, Jungs, nun lasst mal was sehen. Kommt drüber mit den Mücken. Die fünf gewinnt. Das war nicht Jack. Na, beim nächsten Mal. Auf die 8. Ja, yeah, auf die 6. Reine Lebensfreude bei mir. Na, dann kann es ja weitergehen.
Ein verrückter Hund bist du. Die neun hat's gemacht. Na da, ist deine. Nimm schon. Die Einsätze, Leutchen. Ist ja wieder so richtig Stimmung heute Abend. Siehst du, so leben wir hier alle Tage. Pass auf den Texaner auf. Na komm schon, Glasauge, willst du nicht ein Spielchen machen? Komm, Charlie, stärk mir mal den Rücken. 1-0 für Sie, Highcock. Aber es gibt ja immer noch ein nächstes Mal. Das will ich nicht hoffen für Sie. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich irgendwas... Na, wer denn sonst? Aber ich schwöre es Ihnen, kein Wort habe ich gesagt. Hör dich zum Teufel. Das ist doch Bill Highcock. Der wilde Bill Highcock. Habt ihr das gesehen? Halte auf einmal, den einen rechts, den anderen links. Immer noch der Alte. Na, das war wohl nichts mit deinem neuen Namen. Jetzt ist es hier überall rum. Am besten, wir gehen auf die Reise. Die Frage ist bloß, wohin? Bald darauf nach Norden bauen sie ein neues Camp. Das Nest heißt Deadwood Gulch. Weißt du, Charlie, weißt du, was ich hasse? Was ich mehr hasse als alles auf der Welt? Na, noch mehr als die Rothäute? Noch mehr als den Tod. Was? Wenn man Angst hat. Da drinnen eben? Ich meine, da draußen. Was da? Das ist Sioux-Land. Da sind die Black Hills, da gibt's Gold. Und den weißen Büffel. Wie viele Männer hast du schon abgeschossen? Tja, die meisten waren Indianer. Die Indianer hast du gefressen wie rostige Nägel. Wie hat Phil Sheridan gesagt? Es gibt nur einen guten Indianer und das ist ein toter Indianer. Recht hatte der Junge. Cool, kannst du dir sparen. Er ist zu weit weg. Tante, ich krieg es nicht. Scheint aber allein zu sein. Sieht so aus. Wir machen, dass wir weiterkommen. Ja, das machen wir dann.
Hier, nimm du die und gib mir die Winchester. Von uns. Guck da mal runter. Rockies und die haben sich diesen einzelnen Sioux aufs Korn genommen. Was machen Krähen, Indianer im Sioux-Land? Vielleicht haben die was von den weißen Büffeln gehört. Das wird sich rumgesprochen haben. 13, 14, 15 zähle ich. Dieser rote Nigger legt aber schwer los. Wild wie ein angeschossener Eber, gefällt mir richtig. Es ist aussichtslos. 15 zu 1. 15 zu 3. Du wirst doch nicht etwa. Von oben ran. Dann pirsche mal. Hallo, Weißauge. Mein Herz freut sich. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast, dass du meine Feinde getötet hast. Freund, du bist sehr tapfer. Komm zu mir, komm zum Palaver. Das ist unmöglich. Vater Sonne steht schon hoch. Und es ist ein weiter Weg zu meinem Wigwam. Aber ich werde dich nicht vergessen, Weißauge. Den richtigen Mumm in den Knochen. Du drehst ihm den Rücken zu, du glaubst wohl, du bist unsterblich, was? Ach, du weißt doch genau, dass ein ehrlicher Mann niemals von hinten schießt und der Junge ist in Ordnung. Du lässt den abziehen, damit er Verstärkung holt? Fassel doch nicht solchen Mist zusammen, Charlie. Der ist hinter dem weißen Büffel her. Warum soll ich ihn nicht fertig machen? Weil wir es dann nie erfahren. Was? Ob er weiß, wo das Biest ist oder nicht. Thank you.
Rot heute? Nein, ich glaube, ich habe Büffel gehört. Moment, ich hole das Glas. Was habe ich gesagt? Gib mal den Startschuss, Charlie. Donnerwetter. Ist das ein Bursche? Was macht der denn? Der trabt ja durch den Felsen durch. Ach was, das muss eine Höhle sein. Da oben werden wir kampieren. Und was ist mit dem Höhlengeist? Der ist heute Nacht nicht zu Hause. Wenn aber doch. Der kommt nicht vor in meinem Traum. Den Talg aus. Ja. Mach gleich noch ein paar mehr davon. Ich würde mir das ja zweimal überlegen, ob ich da reinkrauche. Ich habe ja den hier bei mir. Ist weg. Da hinten am Ende kommt man wieder raus. Er weiß hier genau Bescheid. Das ist nicht mein Traum. Es müsste schneien. Schweres Schneegestöber. Das ist doch wie verhext. Da geht's doch schon los. Er muss sich losgerissen haben. Zertrampelt. Die Spuren gehen auf die andere Seite rüber. Bleib hier, Bill, das schaffst du doch nicht. Thank you.
Warum schießt du nicht? Er ist auch sonst immer so schnell dabei. Na, mach schon. Was ist los mit dir, Highcock? Du siehst mich doch. Hier oben bin ich, Highcock. Jetzt muss was passieren, ich warte. Schieß schon. Raus kommst du hier sowieso nicht mehr. Also, kein gefrorener Kadaver ist wie jede Kugel so schade. Sicho, der Dämon ist tot. Mein Freund, wir danken dir. Ihr weißen Männer, was sucht ihr hier? Das ist Lakota, Lakota-Land. Diese Berge gehören mir. Hörst du? Hörst du den Sturmvogel? Er fliegt in den Himmel. Halt! Wird Schnee fallen. Komm mit zu mir in den Wigwam. Komm zum Palaver, wir sind Freunde. Wir haben gute Medizin. Vaikoda, ich komme, mein Freund. Na, wie du den geködert hast. Du bist gewaltig auf dem Holzweg. Kein Haar wird dem Jungen gekrümmt. Dir ist wohl da draußen das Gehirn eingefroren. Ich habe ihm gesagt, dass ich sein Freund bin. Freundschaft mit der Rothaut? Sowas gibt's nicht.
Oder kannst du etwa Flöhe in die Scheune schaufeln, ne? Mach du lieber Feuer und sieh zu, dass wir was zwischen die Zähne kriegen. Washtai, willkommen, mein Freund. Bist du Wasichu? Wir Sioux nennen ihn Okute, den Schützen. Der Mann, der den Pfeifer getötet hat. Das ist unter Freunden eine sehr merkwürdige Frage. Bist du der Mörder, der Haikok heißt? Die Cheyennen nennen mich Bahaska. Langhaar. Langhaar. Komm rein, du bist mein Gast. Jetzt will ich dir mal was sagen, Jungchen. Ich würde mich nicht mal blind auf dich verlassen. Aber wenn du dich auf den verlässt, dann bist du verlassen. Mit dem hast du unter Garantie eine Niete gezogen. Oder ein Haupttreffer. Ach, irgend so eine dreckige Rothaut, weiter nichts. Da irrst du dich aber, das ist nicht irgendeiner. Hast du nicht gesehen, wie er die Adlerfedern trägt, wie ein Häuptling? Er traut sich auch tatsächlich her. Washtai. Komm rein, komm. Langhaar, ich hab gesehen, dass du kein großes Gewehr hast. Das hier habe ich dem Dämon abgenommen. Es gehört dir. Ich danke dir. Aber ich brauche keins. Das hier, das mein Freund benutzt hat, das gehört mir. Er hat keins. Na, jetzt bin ich platt. Danke. Danke, mein Junge, aber ich habe nichts, was ich dir dafür wiedergeben kann. Du gibst mir Unterkunft, teilst Essen mit mir. Naja, aber die Flinte ist doch viel mehr wert. Warte, ich hab's, damit du nicht zu kurz kommst. Da. Wie heißt du? Naraisio, Mayobo. Das heißt so viel wie kleine Schlange. Ich glaube, da irrst du dich. Du bist kleine Schlange? Mhm. Wurm? Wurm! Mhm. Ja, Wurm, ja. Ich bin Wurm. Und wie ist sein Name? Die Cheyennen nennen ihn Ochimi. Ein Auge. Ja, so ist es. Der große weiße Krieger von Sand Creek? Du sprichst nicht die Wahrheit. Das kann nicht sein. Er hält ein Glasauge für echt. So? Dann pass mal auf. Wer sagt, ich bin nicht Ochini, hä? Wer sagt, ich bin nicht das große Einauge? Jetzt reicht's aber, Charlie. Er ist ein Spaßvogel, kein Zauber dabei. Es ist aus Glas, eine Glasperle. Es ist kein richtiges. Aber er ist Ochini? Ja, er ist wirklich Einauge. Was ist mit Essen? Oh, ich mache euch ein Sonntagsfutter, nachdem ihr euch alle Finger leckt. Büffelsteaks und Pfannkuchen. Denn am Kochtopf, da bin ich unschlagbar. Dann schlag mal los. Ich habe das Gefühl, unser Freund hat einen ausgewachsenen Wolf im Bauch. Wasser auf diese Steine lassen. Wozu soll das gut sein? Glaubst du, der weiße Büffel macht um ein bisschen Piss in großen Bogen? So steckt der Wolf auch seine Jagdgründe ab. Und der weiße Büffel bleibt weg. Ja.
dich bereit. Du hast meine Tochter getötet. Bald werde ich dich töten. Sie einhüllen in dein weißes Fell. Das sind meine Worte. Dieser Büffel gehört mir. Den Teufel wird er von wegen. Der Büffel gehört dem, der ihn erlegt, und keinem anderen. Mir gehört er. Nabil? Mit dem hast du uns ja so ein richtiges Kuckucks-Eins-Nest gelegt. Nicht gleich aus dem Sattel werfen lassen, Charlie. Komm, wir wollen hier mal dicht machen. Wieso seid ihr Weißen in unserem Land? Wir haben euch nicht hergerufen. Der große Geist hat uns diese Berge gegeben. Sie sind unsere Heimat. Ihr fragt, warum wir nicht eure Art von Leben annehmen. Wir wollen nicht leben, wie ihr lebt. Du sprichst die rote Wahrheit. Sag du mir jetzt die weiße Wahrheit. Langhaar. Also zunächst mal ist es so. Es stimmt nicht, dass der große Geist euch die Berge gegeben hat. Ihr habt sie euch mit Gewalt genommen. Ihr habt es in Cheyenne weggenommen, mit Shoshone, den Arapaho, mit Lanze, Speer und Tomahawk. Und jetzt führt der weiße Mann Krieg gegen euch. Wo ist da der Unterschied? Die Weißen haben keine Ehre. Wo der weiße Mann geht, ist nur Verderben und Tod. Da gibt es auch Fortschritt. Wir nennen es Gier. Antworte mir. Bin ich böse, nur weil meine Haut rot ist? Bin ich schlecht, weil ich da geboren bin, wo mein Vater geboren ist? Ist es ein Verbrechen, dass ich für meine Leute sterben würde, wenn es sein muss? Das ist auch nur wieder die rote Wahrheit und nicht die richtige. Dann sag du mir die richtige Wahrheit, wenn du kannst. Erzähl ihm mal, wie es aussieht. Dass der Wurm schon so gut wie zertreten ist. Wurm. Als Sitting Bull noch ein Junge war, da konnten die Sioux noch 10.000 Mann in den Kampf werfen. Heute ist der weiße Mann an der Reihe. Was du bisher gesehen hast in dieser Gegend hier, das war ja nur eine Handvoll. Aber es sind mehr. Sie sind nicht zu zählen. Wie die Grashalme im Frühling oder wie die Büffel, die hier mal rumgestampft sind. Ihr könnt dem weißen Mann keinen Widerstand leisten. Unmöglich. Sie haben tödliche, vernichtende Waffen. Und dadurch haben sie die Macht. Entweder ihr beugt euch den Stärkeren oder ihr werdet zerbrochen. Ihr werdet leben, wie sie wollen, oder durch ihre Bajonette sterben. Davon kann ich jedes Wort unterschreiben. Wenn das die richtige Wahrheit ist, dann will ich jetzt mein Todeslied singen. Nein, denn ich will deinen Tod nicht. Warum nicht? Du bist ein Weißer. Zuerst bin ich dein Bruder und dein Freund. Ach, Langhaar, zwischen uns soll niemals Krieg sein, niemals. Ach, ihr spinnt was zusammen. Charlie, zünd mal eine Fackel an. Boot!
Er ist weg. Wenn wir das unten erzählen, das glaubt uns keiner was. Sieht günstig aus. Der Wind hat sich gelegt und es hat aufgehört zu schneien. Und unser großer Häuptling hat uns über den Löffel balbiert. Jawohl, Freund Wurm ist klammheimlich abgehauen. Hat uns nicht mal die Kehle durchgeschnitten. Man kann sich eben nicht verlassen auf diesen roten Schuft. Nicht eine einzige winzige Spur. Gar nichts. Einen Augenblick war eine Chance da. Wenigstens eine Chance. Wenn man noch einen Tag bleiben würde. Ach, zum Teufel, es gibt ja doch nie eine Antwort darauf. Es kommt ganz auf die Frage an. So, ich bin soweit. Das ist Wurm. Er meint wohl, wir sollen verschwinden. Na, Freundchen, so schlau sind wir selber. Dazu brauchen wir dich nicht. Was ist? Schnupper mal. Ach, wenn das kein Büffel ist. Das kommt von da unten. Ja, es wird jetzt bald dunkel werden. Wir müssen uns was suchen. Das ist der Platz. Das ist Armageddon. 100 Mal habe ich davon geträumt. 100 Mal habe ich hier mit dem weißen Büffel gekämpft. Dein Traum erfüllt sich. Ich hätte ein Hufeisen gefressen, dass es sowas nicht gibt. Die beste Position für uns ist da drüben, mit dem Wald im Rücken. Sag mal, willst du das wirklich durchziehen? Willst du jetzt etwa abhauen? Was kann ein Toter schon mit 2000 Eiern anfangen? Das Geld ist unwichtig. Das ist die Nacht, für die ich geboren bin. Es muss sein. Amen. Nimm lieber die Winchester. Da ist doch bloß ein Schuss drin. Der reicht ja auch. Frier dir nicht den Arsch ab. Eine Scheißkälte ist das heute. Ich gebe dir Deckung.
Siehst du dich da links? Ein Wolf! Das ist Wurm. Soll ich ihn wegputzen? Lass das, damit verscheust du mir nur den Büffel. Und wenn dieses ausgebuffte Hornvieh uns nun an der Nase rumführt? Er ist hier. Er ist hier, ich weiß es.
alles in Ordnung mit ihr? Ja. Ist er tot? Abgehauen ist das zähe Luder. Den werden wir wohl vorläufig nicht wiedersehen. Hast du nicht geschossen? Ich bin Häuptling der Ogalallas. Ich schieße nicht mit einem weißen Gewehr. Dieser Büffel musste auf unsere Weise getötet werden. Wenn ich ihn erschossen hätte, hätte ich nie wieder meinen wirklichen Namen tragen können. Du bist White Horse. Oh, Pohaska, mein Freund. Wir beide sind wie Söhne von einer Mutter. Wie Brüder sind wir, mit derselben Muttermilch gesäugt. Wetter ist das ein Brocken. Wer kriegt ihn? Wir beide. Meine ich doch. Dann will ich ihm auch noch eins verpassen. Das Fell gehört Wurm. Haikok, du verdammter Schweinehund. Du und dieser rote Schakal. Das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst dem doch nicht unsere $2,000 so einfach in den Rachen schmeißen. Charlie, ich mach das wieder gut. Ja. Du bist Indianer geworden, hast dich bekehren lassen. Dann bestell mal deinem Blutsbruder, er soll sich das Biest in den Hintern schieben. Und ich bin mit dir fertig. Mach jetzt keine Dummheiten. Du wirst mir noch was erzählen. Wirst mir noch fromme Sprüche mit auf den Weg geben. Du Scheißkerl, du Misthaufen. Du hast deinen Freund verloren. Sieht so aus. Und einen gefunden. Was hätten wir dann wohl? Es ist alles getan. Wenn ich meine Tochter in das Fell einhülle, wird sie heil und glücklich sein in der anderen Welt. Und jetzt hast du wieder das Recht auf deinen alten Namen. Mhm.
Ich sage dir auf Wiedersehen, White Horse. Hycock. Das hast du vorhin von Einauge gehört. Ja. Du bist Okute, der Schütze. Du bist das. Du hast den Pfeifer getötet. Das ist doch nun schon so lange vorbei. Ich war jung und hitzköpfig. Es war eine schlimme Sache. Ich kann sie aber nicht ungeschehen machen. Ich werde schweigen darüber. Aber denk daran, auch wenn wir Brüder sind, wir dürfen uns nie wiedersehen. Hör auf mich, mein Freund. Hör auf meine Worte. Unsere Wege dürfen sich niemals mehr kreuzen. Denn wenn sie es tun, sieht mein Auge nur einen weißen Feind. Und dein Auge sieht nur einen Indianer. Wir beide wollen das große Geheimnis nie verraten. O-Injan Langha. O-Injan. Für immer.